Ich hatte eben schon mal dieses Aprilwetter mitten im März angesprochen und auch mittendrin da die volle Blütenpracht, nämlich vom Gimmeldinger Mandelblütenfest. Ob das in diesem Jahr entsprechend ins Wasser gefallen ist oder dann doch ein voller Erfolg war, das wollen wir gleich besprechen. Zumindest kann man mal so viel festhalten, dass es teilweise dann doch relativ stürmisch war. Viele Besucher waren da. Es war ja zum ersten Mal an zwei Wochenenden, dass dieses Fest stattgefunden hat. Wenngleich am zweiten vielleicht von der Blütenpracht gar nicht mehr dann so wie hier so viel zu sehen war. Denn die Stürmer haben doch einige Blüten weggeweht gehabt. Claudia Albrecht ist die Ortsvorsteherin von Gimmeldingen und mit ihr wollen wir jetzt erstmal so ein Fazit ziehen. Also wie gesagt, zum ersten Mal an zwei Wochenenden, Wetter eher so lala. Was sagen Sie, wie war's? Es war großartig und gerade vielleicht auch, weil das Wetter so war, denn es war gut besucht. Die Gäste kamen auf die zwei Wochenenden und unter der Woche verteilt. Die Winzer waren zufrieden, man musste nicht so lange anstehen, vielleicht einen Schal mitnehmen, eine dicke Jacke, eine Mütze, einen Schirm. Aber trotz Wetter waren die Gäste da und alle waren zufrieden und wir auch. Kann man dann eigentlich schon sagen, was wäre denn los gewesen, wenn das Wetter dann auch noch entsprechend mitgespielt hätte? Genau, wie gesagt, wir hatten Glück. Ja. Also wäre dann zu viel geworden, meinen Sie auch? Es wäre auf jeden Fall mehr geworden, dann muss man länger anstehen, das möchte der Gast nicht so gerne und die Winzer müssen sich beeilen, dass sie schneller ausschenken. Und so war es doch sehr gemütlich und man konnte es wirklich genießen. Soweit eben das mit dem Wetter ging. Ja. Es war ja auch eine Intention, das Ganze ein bisschen zu entzerren, zu sagen, so, man macht das jetzt an zwei Wochenenden. Das ist dann also ein System, das Sie dann auch für die Zukunft beibehalten werden. Das kann ich demnach so interpretieren. Ja, also es war ja schon früher angedacht, dass man ein bisschen ausdehnt, um eben auf dieser kleinen Fläche unseres kleinen Dorfes die Gäste ein bisschen mehr zu verteilen. Und deshalb hat es jetzt sehr gut geklappt. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Kurs weiterfahren. Auch mit dem Parken, das hat jetzt auch geklappt, schon viel besser. Allerdings verstehe ich immer noch nicht, warum so viele mit dem Auto kommen, wo sie ja schließlich Alkohol trinken. Und unser Credo ist immer, kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben sehr gute Anbindungen, wir haben Shuttlebusse an die Bahnhöfe und so weiter. Und wenn man was trinken will, ist es doch viel entspannter, wenn man nicht mit dem Auto kommt. Was ja künftig dann auch noch mit der Einführung jetzt des Deutschland-Tickets umso leichter auch sein könnte. Genau, wir haben ja viele Gäste von überall her, aus dem Ausland, aus Norddeutschland, aus Süddeutschland. Wenn die mit der Bahn kommen, dann ist es viel relaxter. Ja, gut, wie gesagt, die müssen dann ein bisschen dann ihre Fahrt planen. Was natürlich auch im Vorfeld so etwas schwierig vielleicht auch zu planen war, das haben viele Veranstalter aus der Pfalz gesagt, das ist das Thema Sicherheitskonzept, also wie man sich da genau aufstellt. Wie waren da jetzt Ihre Erfahrungen in diesem Jahr? Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wir schon 2018 mit dem Sicherheitskonzept in größerem Stil angefangen haben. 2019 hatten wir es ausgebaut, dann kam der Lockdown. Aber wir haben eine hervorragende Mannschaft, sowohl was die Blaulichtfamilie betrifft, als auch also die Leitung des Sicherheitskonzepts, großartige Arbeit gemacht. Und wir haben so ein Mehrstufensystem gehabt. Und das greift sehr gut. Und wir sind sehr stolz auf unsere Mannschaft, die hervorragende Arbeit macht. Und dabei muss man auch noch sagen, das sind in etwa 10-mal so viele Gäste da, wie Gimmeldingen Einwohner hat. Also da ist es ja auch fast ein kleines Wunder, dass nie wirklich was passiert. Genau, und dann muss man noch sehen, dass wir bis zu 70 Zugänge zum Dorf haben. Also das ist ja dann auch schwierig, das Ganze zu verriegeln jetzt im Vergleich zu einer Veranstaltungsfläche, die einen Ein- und einen Ausgang hat. Und wir sind das friedlichste Fest. Bei uns gibt es keine Polizeieinsätze, keine Schlägereien, weil es natürlich ab 17, 18 Uhr empfindlich frisch und kalt wird, da gehen die Leute nach Hause. Und bei Abendveranstaltungen ist die Gefahr eher da, dass man sich vielleicht mal was auf die Mütze haut. Ja, dann Daumen drücken, dass im nächsten Jahr das Wetter dann auch noch passt und natürlich dann alles auch mit der Organisation genauso gut läuft, Frau Albrecht. Dankeschön. Danke Ihnen fürs Kommen.